Und wir beschäftigen uns im Rahmen, im Kontext mit diesen Globalisierungen jetzt eben im Moment schwerpunktmäßig mit zwei Themenfeldern. Das eine sind globale Wertschöpfungsketten, Akteure in den globalen Wertschöpfungsketten, räumliche Muster der globalen Wertschöpfungsketten. Und das zweite ist eben, dass wir uns seit einiger Zeit beschäftigen mit der Globalisierung von Dienstleistungen. Und das ist ein hochspannendes Thema, weil Globalisierung von Dienstleistungen ein Phänomen in der Globalisierung ist, das eigentlich erst so 15, 10 Jahre alt ist. Vorher gab es, wenn wir über globale Produktions- und Marktsysteme sprechen, eigentlich die Globalisierung nur in der industriellen und landwirtschaftlichen Güterproduktion, weil man bei diesen materiellen Gütern den Produktionsstandort ja von dem Konsumstandort trennen kann. Dienstleistungen haben eine andere Charakteristik und sind deshalb ganz lange Zeit eigentlich auf die nationalen Raumsysteme orientiert gewesen. Und ich möchte mich jetzt eben mit diesen Dienstleistungen beschäftigen und will dabei drei Fragen nachgehen, wobei diese drei Fragen immer auch in einen allgemeinwissenschaftlichen Kontext eingebunden sind, nämlich erstens mal die Frage, warum erfolgt gegenwärtig so eine starke Internationalisierung der Dienstleistungen? Das hat zu tun mit der allgemeinen wissenschaftlichen Diskussion von der Bedeutung von Institutionen für räumliche Entwicklungsmuster. Dann das zweite wird sein, eine eigentlich urgeografische Frage, welche Raummuster treten denn bei der Internationalisierung auf? Wir wissen selbst, Globalisierung, Internationalisierung wird zwar immer vom Begriff her so suggeriert, als würde das alle Raumeinheiten gleichermaßen erfassen. Tatsächlich sind aber typische Muster zu erkennen. Und gerade für die Raummuster der Dienstleistungsinternationalisierung wird üblicherweise das Uppsala-Modell bemüht, von einem experimentellen Lernprozess von näher zu ferner. Ja, und das Dritte ist schließlich die Frage, welche Strategien führen im Zielland der Dienstleister denn überhaupt zum Erfolg? Da wird in der allgemeinwissenschaftlichen Diskussion immer die Frage nach Kontextualisierung und Rekontextualisierung gestellt. Wie sich Angebote, wie sich Wissen auch in Zielländern verändern muss, damit unter den veränderten Rahmenbedingungen ein Erfolg möglich ist. Ja, soweit zu der Vorgehensweise. Ganz kurz etwas zu der Methodik. Auch das mag für die anwesenden Doktorandinnen und Doktoranden interessant sein. Wir sind ja als Geografen schon sehr lange gewöhnt, auf Sekundärstatistiken zurückzugreifen und auch selbst Primärerhebungen durchzuführen, sei es nun in der physischen Geografie, dass man Bodenproben nimmt oder Gräben sieht, wie man das heute Morgen gesehen hat, oder sei es in der Humangeografie, dass wir irgendwelche Befragungen machen. Was sich in der Humangeografie inzwischen als ganz neuer Analysezweig etabliert hat, ist sogenannter Desktop-Research. Und mit dem haben wir gearbeitet. Das Internet eröffnet viele neue Möglichkeiten, an Materialien heranzukommen, die einem vorher nicht zugänglich gewesen sind. Wir haben beispielsweise in unseren Projekten zur Internationalisierung von Dienstleistungen relativ stark gearbeitet mit Unternehmensbiografien. Das ist einmal möglich, die Unternehmensbiografien sich selbst zu erschließen über die Homepages der Unternehmen. Denn da ist meistens sehr exakt dokumentiert, wann in welcher Region, in welchem Land Niederlassungen eröffnet worden sind. Eins ist nicht so gut diskutiert, wann man sich aus irgendwelchen Regionen zurückgezogen hat. Das gilt immer noch als Misserfolg, obwohl es gar nicht zwingend ein Misserfolg sein muss. Also das ist etwas, was für uns neue Möglichkeiten eröffnet. Und daneben ist es jetzt ja viel einfacher möglich, auch Zeitungsmeldungen, Journale auszuwerten, die Texte nach bestimmten Schlagworten auszuwerten und damit sehr gute originäre Informationen genau im Kontext der Internationalisierung über Markteintrittsstrategien, Erfolge und Misserfolge zu realisieren. Und das haben wir jeweils als Bausteine in all diesen Projekten, von denen ich hier jetzt berichte, als ersten Baustein durchgeführt. Wir haben uns da mit in Projekten beschäftigt mit der Internationalisierung von Einzelhandelsunternehmen. Und der zweite Schwerpunkt war, dass wir Ingenieurdienstleister und Rechtsberater in ihrem Internationalisierungsprozess analysiert haben. Und der zweite Baustein, das ist dann immer notwendig, dass man Experteninterviews führt, um die Elemente, die man identifiziert hat, tatsächlich dann auch zu qualifizieren,
zu falsifizieren oder zu verifizieren. Und das ist ja inzwischen auch in der Humanbiografie ein sehr weit verbreiteter Ansatz, dass man über diese Experteninterviews qualitativ weitergehende Informationen erhält. So viel vielleicht an allgemeiner Einführung. Kommen wir jetzt zu der Frage, warum gibt es überhaupt die Internationalisierung oder die Globalisierung von Dienstleistungen? Und ich hatte schon angesprochen, das hängt zum einen mit dem institutionellen Kontext zusammen, der sehr wichtig gewesen ist für die Globalisierung. Wir haben ja seit den 1980er Jahren diesen sehr starken Globalisierungsprozess mit internationalen Direktinvestitionen, Warenhandel und Finanztransaktionen. Das hing damals vor allen Dingen zusammen mit diesen Vereinbarungen des GATS, General Agreement on Tariffs and Trade, GATT, General Agreement on Tariffs and Trade. Dann hing es zusammen mit der Institution Weltbank, die es geschafft hat, einheitliche Finanzsysteme zu entwickeln. Und es hing zusammen auch mit dem International Monetary Fund, der diesen Finanztransaktionen erlaubt hat. Das war für den Warenhandel und für die Direktinvestitionen wichtig. Bei den Dienstleistungen setzte dieser institutionelle Wandel erst später ein. Und es begann eigentlich erst mit dem General Agreement on Trade in Services 1995, dass eine Internationalisierung der Dienstleistungen überhaupt möglich geworden ist. Da gab es Vereinbarungen, die richten sich aus auf Transparenz, auf Meistbegünstigung, Gleichbehandlung und Marktzugang. Nur das Besondere im Unterschied zu der WTO ist bei dem GATS jetzt noch, dass da die Länder noch sehr weitgehend selbst definieren können, welche Dienstleistungen denn überhaupt in diese Dimensionen eingebracht werden. Weitgehend ausgeschlossen sind sozusagen diese öffentlichen Dienstleistungen, die in staatlicher Zuständigkeit erbracht werden. Aber darüber hinaus können sämtliche Dienstleistungsbereiche immer noch ausgeschlossen werden. Und da gibt es einige Regionen der Länder der Erde, die noch sehr schwierig zugänglich sind. Sie haben vielleicht über die Ideen von internationalen Unternehmen, sich in Indien zu engagieren, gehört. Das ist noch eine sehr restriktive Zugangsmöglichkeit, während andere Länder, zum Beispiel lateinamerikanischen Länder, sich relativ früh, schon in den 2000er Jahren, internationalisierenden Dienstleistern geöffnet haben. Also grundsätzlich ist das noch sehr unterschiedlich positioniert. Hier vielleicht nochmal kurz die Formen des GATS, die diese Zugänglichkeit eröffnen. Erst einmal die Möglichkeit, dass ein Dienstleister seine Leistungen ins Ausland letztlich exportiert. Das nennt sich Cross-Border Supply. Das ist eine Form, die gibt es eigentlich schon seit mehreren Jahrzehnten. Beispiel dafür sind Musikindustrie, Medienindustrie in Kalifornien, die Daily Soap Operas oder die Musikstücke in materielle Form transferieren kann, also früher auf Schallplatten pressen konnte, heute auf DVDs und CDs pressen kann und das international exportiert. Das ist aber ein Charakter von Dienstleistungen, der immer noch sehr begrenzt ist. Die meisten Dienstleistungen, wir werden gleich darüber sprechen, sind ja durch die Materialität gekennzeichnet. Dann haben wir einen zweiten Dienstleistungstransfer, der auch eine ganze Weile schon vorhanden ist, dass die Nachfrager ins Ausland reisen, um die Dienstleistungen da wahrzunehmen. Da ist beispielsweise der internationale Tourismus etwas, was genau dieser Folge entspricht. Touristen fahren nach Rimini, um dort italienische Sonne zu genießen. Gibt es auch schon länger, ist aber in der letzten Zeit sehr stark expandiert. Sie haben vielleicht gehört von dem Gesundheitstourismus, der sich herausprägt, dass Nordamerikaner nach Costa Rica fahren, um sich neue Hüftgelenke einbauen zu lassen, weil es da billiger ist. Oder dass viele aus Berlin nach Polen fahren, weil sie dort günstiger ihre Zähne saniert haben können. Das ist also durchaus etwas, was an Dimensionen gewonnen hat. Was aber jetzt wirklich neu dazu gekommen ist in diesem GATS, das sind diese Mode 3 und Mode 4. Commercial Presence heißt nichts anderes, als dass ein Dienstleistungsunternehmen im Ausland eine Niederlassung errichten kann und dort vor Ort die Dienstleistungen anbieten kann. Und das hat eine andere Qualität, als wenn ich im Ausland eine Niederlassung einer Produktionsstätte errichte. Dann beschäftige ich ja dort häufig die Leute nur und transportiere die Waren zurück in mein Heimatland. Nehme also insofern positiven Effekt auf die Beschäftigungs- und Einkommensmöglichkeiten, habe aber keinen Markteffekt.
Und viele Länder möchten ungern einen Markteffekt haben, weil bei diesem Modell haben wir tatsächlich jetzt einen Markteffekt, weil die Dienstleister, die ins Ausland eindringen, dort ja Veränderungen in der Marktsituation induzieren. Und was ebenfalls relativ wichtig ist für die Internationalisierung von Dienstleistungen, ist diese Presence of Natural Persons. Das heißt, vom Heimatstandort eines Dienstleisters können in den Auslandsstandort Experten entsandt werden und dürfen dort tätig werden. Und die transferieren ja das Wissen, das in dem Heimatstandort des Dienstleisters erworben worden ist, in den Zielstandort, um dort das Unternehmen erfolgreich zu führen. Das ist also ein Element, warum die Internationalisierung voranschreitet. Das zweite Element, was immer wieder angeführt wird, warum Dienstleistungen international expandieren, ist so ein Client-Follower-Argument, dass die letztlich nichts anderes tun, als die Dienstleistung, die sie an sich internationalisierenden Unternehmen zu Hause anbieten, dass sie die auch weiter im Ausland anbieten. Und da kommen wir in den Zusammenhang zu der Diskussion von Wertschöpfungsketten. Das ist jetzt nun mal so eine vereinfacht dargestellte Wertschöpfungskette von Erzeugung von Primärgütern über weiterverarbeitete Dienstleistungen bis zu Konsumenten. Und Sie sehen, dass in alle Stufen der Wertschöpfungskette immer Dienstleistungen einfließen. Und es ist einfach sehr üblich, sehr gerne gesehen, dass weiterverarbeitende Unternehmen mit ihren bekannten Dienstleistern auch an Auslandsstandorten zusammenarbeiten. Und daneben ist natürlich, wenn man sowieso globale Produktions- und Konsumsysteme sich entwickelt haben, natürlich ein sehr viel höherer Bedarf an internationalen Dienstleistungen. Es betrifft nämlich nur den Logistikbereich, wo ja ganz klar die Materialien transportiert werden müssen, sondern das betrifft auch bei der Internationalisierung einen sehr viel höheren Beratungsbedarf. Sie müssen in den ausländischen Märkten ja Experten integrieren, die Sie über die Besonderheiten im Steuerrecht, im Standortsystem, im Planungsrecht, im Finanzsystem informieren. Und Sie müssen an den verschiedenen Standorten, wo Sie ja mit Ihrer Dienstleistung präsent werden wollen, auch Werbung und Marketing einsetzen. Wenn wir uns jetzt diese Rahmenbedingungen und die Motivationen angucken, dann können wir gewisse typische Gründe für die Internationalisierung von Dienstleistungen identifizieren. Und bisher wurde da eigentlich nur immer gedacht, wir haben den Grund Client Follower bei der Internationalisierung und wir haben zweitens den Grund Market Seeking. Client Follower heißt, ein Dienstleister folgt einem Unternehmen, das sich internationalisiert, um ihm auch im Ausland diese Dienstleistung vorhalten zu können. Und Market Seeking, das heißt, dass man einfach sich im Ausland neue Märkte erschließt, weil gesättigte Heimatmärkte im Regelfall vorliegen. Das finden wir durchaus auch schon seit einiger Zeit bei der Internationalisierung von Einzelhandelsdienstleistungen. Denken Sie nur an den Beginn der 1990er Jahre, als die ganzen westeuropäischen Einzelhandelsunternehmen in den sich öffnenden Markt nach Mitteleuropa, nach Mittelosteuropa gegangen sind. Da herrschte eine wirkliche Marktlücke. Die einheimischen Unternehmen hatten nicht die Erfahrung zur Etablierung von Einzelhandelsstandortsystemen. Sie hatten nicht die Erfahrung, wie man sich unter marktwirtschaftlichen Bedingungen positioniert. Und das eröffnete ein ganz großes Window of Opportunity für die Internationalisierung dieser Einzelhandelsunternehmen. Was wir aber jetzt in unseren Untersuchungen herausgefunden haben, ist, dass es bei Dienstleistern neben diesen Gründen, ich folge dem Klienten und ich erschließe mir Märkte, auch noch zwei ganz interessante, bisher wenig diskutierte Ansätze gibt, nämlich das Reverse-Client-Follower-System. Das haben wir insbesondere beobachtet bei den Rechtsberatern. Rechtsberater dürfen, wenn sie nach China expandieren und dort eine Niederlassung errichten, dort nicht als Rechtsberater tätig werden. Sie haben kein Recht, sich irgendwo vor Gerichten zu positionieren. Sie können also das Marktsystem vor Ort gar nicht nutzen. Aber was Sie nutzen können, Sie können chinesische Unternehmen beraten, die in Deutschland oder in Europa investieren wollen. Und das finden wir in zunehmendem Maße, dass bei den sich internationalisierenden Unternehmensdienstleistern, ich werde Ihnen da gleich auch noch ein Beispiel aus dem Finanzbereich zeigen, die in Zielmärkte reingehen, nicht um diesen Markt sich zu erschließen, sondern um dort Kunden zu gewinnen, die ihrerseits sich internationalisieren. Und dann gibt es noch ein
weitere ganz interessanten Ansatz, das ist dieses Client Preparation. Das heißt, inzwischen gehen Dienstleister als Erste an Auslandsstandorte, um diese Auslandsstandorte für ihre Klienten vorzubereiten. Wir können das im Moment in Europa relativ intensiv beobachten, dass US-amerikanische Immobilienberatungsunternehmen in europäischen Städten sich positionieren, um institutionellen Anlegern, beispielsweise aus dem Bereich der Rentenkassen aus Amerika, hier den Immobilienmarkt zu erläutern und sie zur Investition bei Investitionen zu unterstützen. Das Ganze zeigt, dass inzwischen die proaktiven Gründe wichtiger geworden sind als die reaktiven Gründe in der Internationalisierung von Dienstleistern. Kommen wir als nächstes zu der Frage, welche Raummuster denn bei dieser Internationalisierung auftreten. Und da hatte ich Ihnen schon erwähnt, dass eigentlich das am häufigsten bemühte Modell dieses sogenannte Uppsala-Modell ist. Das sagt eigentlich aus, Dienstleister expandieren erst schrittweise von relativ nah zu relativ fern auf der Basis eines Lernprozesses. Als erstes erschließen sich Dienstleister Standorte, neue Länder in räumlicher Nähe. Das reduziert die Transport- und Transaktionskosten. Gerade bei Dienstleistern wie aus dem Bereich des Einzelhandels haben wir ja sehr intensive interne Transportvorgänge. Da ist es ganz wichtig, dass man von seinem ursprünglichen Standort erstmal nur in räumliche Nähe geht. Und natürlich sind Transaktionskosten, also alle Aufwendungen, die verbunden sind mit der Organisation der Geschäftsbeziehungen, in räumlicher Nähe wichtiger, leichter. Aber ganz wichtig ist als zweites, wir hatten das heute schon mal angesprochen bei einer Dissertationsdiskussion, auch die soziokulturelle Nähe. Soziokulturelle Nähe bedeutet, dass Nachfrageprofile und Praktiken ähnlicher sind. Und natürlich ist dann die Notwendigkeit, meine Dienstleistung dem jeweiligen Kontext anzupassen, viel weniger ausgeprägt. Ich kann also mit dem bisher bewährten, erfahrenen Geschäftsmodell mir den Markt erschließen, weil ich vermuten kann, dass die Marktbedingungen vergleichsweise ähnlich sind. Ganz wichtig für unterschiedliche Dienstleister ist dann auch noch die institutionelle Nähe, der organisatorische und gesetzliche Rahmen, den werden wir gleich nochmal etwas näher diskutieren, und schließlich die ökonomische Nähe, Arbeitsmarktbedingungen, Geschäftspraktiken. Und erst, und das ist die Annahme von diesem Uppsala-Modell, erst wenn ein Dienstleister in einem relativ nahen Land, bezogen auf diese Dimensionen der Nähe, Erfahrungen gesammelt hat, dann beginnt er auch in Märkte einzudringen, die schwieriger sind, die entfernter sind, weil er aufgrund dieser ersten Experimente gelernt hat, wie er mit den unterschiedlichen Kontextbedingungen umgeht. Und wir wollen uns da mal Beispiele für angucken. IKEA ist ein ganz interessantes Beispiel für ein sogenanntes One-Firm-Modell. One-Firm-Modell heißt, dass diese Dienstleistung praktisch weltweit in der gleichen Art und Weise angeboten wird. Und es ist sehr oft so, wenn Sie einen IKEA-Markt, meinetwegen in Washington, in Japan oder in Kuala Lumpur besuchen, werden Sie auf den ersten Blick kaum feststellen können, dass da Unterschiede im Sortiment vorhanden sind. Der innere Aufbau des Geschäfts ist gleich. Sie kriegen sogar überall den gleichen Hotdog. Also manchmal allerdings nicht auf der Basis von Schweinefleisch, sondern dann wird Hühnchenfleisch da reingetan. Aber im Prinzip hat dieser Dienstleister überall das One-Firm-Modell. Und gerade bei diesem One-Firm-Modell kann man relativ gut diese internationale Expansion auf der Basis räumlicher und institutioneller und kultureller Nähe beobachten. Hier sind die Expansionsphasen von IKEA mal aufgeschrieben. Sie wissen, IKEA stammt aus Schweden. In der ersten Phase sind sie in die umgebenden Länder in Dänemark und Norwegen gegangen, dann Schweiz, Deutschland, auch noch kulturelle Nähe. Dann begannen sie in die etwas entfernteren, kulturell entfernteren Länder Westeuropas zu gehen, wie Frankreich, Großbritannien, Italien. Und dann ging es weiter entfernt nach Kanada, USA, dann die Transformationsstaaten in Ost-Mitteleuropa
Und schließlich ganz jung ist jetzt die Orientierung auf diese sogenannten Emerging Markets. Das sind Märkte, die im Moment ganz stark expandieren, wo sich neue Nachfragepotenziale ergeben. Und da ist eben IKEA, auch wie Sie sehen, inzwischen präsent am Persischen Golf, in Kuwait und Saudi-Arabien, in Ostasien, Hongkong, Malaysia, Singapur, Taiwan. Was aber ganz interessant ist, und damit komme ich schon zu einem Punkt, den wir gleich nochmal etwas ausführlicher diskutieren wollen, dass hier bestimmte Kontextanpassungen schon erfolgen. Nämlich, es wird weiter das One-Firm-Modell getrieben, also das Angebot ist mehr oder weniger das gleiche. Aber es gibt in diesen sehr anderen Märkten Risikovermeidungsstrategien, und das ist beispielsweise, dass man nicht unbedingt eigene Filialen errichtet, sondern Joint Ventures eingeht oder Franchising eingeht. Bei Joint Ventures bindet man ja lokale Kompetenzen ein, die es dann erlauben, sich besser den Marktbedingungen einzupassen. Und beim Franchising ist so, man überträgt ja das Konzept, das man hat, einem Franchise-Nehmer, und der muss das unternehmerische Risiko tragen. Das ist also selbst bei einem One-Firm-Modell der Versuch, sich den unterschiedlichen Risiken anzupassen und risikovermeidende Strategien zu fahren. Hier sehen wir das Ganze nochmal visualisiert, und da kann man eben sehr schön erkennen. Erstmal in die räumliche Nähe, dann geht es nach Nordamerika und schließlich jetzt, wie Sie hier erkennen können, auch in die entfernteren Märkte, die nicht nur räumlich entfernt sind, sondern die eben auch ganz andere kulturelle Bedingungen aufweisen. Hier nur eine andere Fallstudie, also wir haben eine ganze Reihe von Fallstudien durchgeführt, von Tesco und Aldi und Metro, und hier eben nur das Beispiel von Walmart, das ebenfalls so ein Raummuster zeigt, erstmal in die umgebenden Länder, dann Expansion nach Südamerika, nach Ostasien und jetzt im Moment ganz stark, und das ist ein ganz junger Prozess, hier die Expansion nach Afrika. Wenn man die unterschiedlichen Einzelhandelsunternehmen vergleichen, können wir durchaus räumliche Präferenzen feststellen, dass also die nordamerikanischen sich internationalisierenden Unternehmen starke Ausrichtung auf Lateinamerika und auf Ostasien haben, dass die europäischen Unternehmen unterschiedliche Muster aufweisen, beispielsweise Carrefour aus Frankreich ist sehr stark in Lateinamerika, Metro ist eher nach Asien expandiert, Tesco, britisches Unternehmen, folgt so ein bisschen den alten Commonwealth-Mustern. Auch das nochmal so ein gewisser Hinweis, dass selbst über Jahrzehnte, Jahrhunderte solche kulturelle Nähe eine Rolle spielt. Grundsätzlich können wir feststellen, wie bei Metro, wie bei IKEA auch, räumliche institutionelle, soziokulturelle Nähe ist wichtig. Man lernt im Umgang mit den unterschiedlichen Kontexten. Teilweise wird eine Kontextualisierung realisiert, und zum ersten waren die hochentwickelten Länder vor allen Dingen als Ziele wichtig. Inzwischen sind es die Emerging Markets, und auch da können wir ganz eine interessante Veränderung in den Raumdimensionen der Internationalisierung beobachten. Internationalisierung von Dienstleistungen war über lange Zeit ein reines Nord-Nord-Phänomen. Zwischen Westeuropa und Nordamerika erfolgten Direktinvestitionen, aber auch Austauschbeziehungen im Dienstleistungsbereich. Relativ jung ist das Nord-Süd-Phänomen, dass also aus dem Norden kommende Unternehmen sich die Emerging Markets im Süden erschließen. Und ganz jung, und da habe ich Ihnen Senko Sud aus Brasilien mitgebracht mit dem Raummuster 2007 und 2013, ist ein Süd-Süd-Prozess der Dienstleistungsinternationalisierung. Inzwischen entstehen im Süden auch durchaus, vor allen Dingen in den großen Ländern, vergleichbare Expansionsmuster haben wir aus Südafrika und Kenia ebenfalls, entstehen da auch Unternehmen, die sich selbst ähnlich organisieren wie die Unternehmen, die in Europa und Nordamerika angesiedelt sind. Sie verwenden sehr häufig im Lebensmittelbereich auch diese Hypermärkte und Supermärkte, die eigentlich so typische Betriebsformen der Internationalisierung des Einzelhandels sind. Und oftmals kommen die
aus Märkten wie beispielsweise in Kenia, die selbst sich gegen die Internationalisierung relativ stark abkoppeln, die aber ihrerseits dann in die umgebenden Märkte mit den bewährten Konzepten aus dem Norden gehen. Also ein ganz junger und außerordentlich interessanter Prozess, den man in diesen in die Dimension des Lernens in der Internationalisierung einordnen kann. Für die Einzelhandelbeispiele, aber auch für die Systemgastronomie, wie wir es bei McDonald's und Burger King und Ähnlichem kennen, oder für Internationalisierung von 7-Eleven, können wir tatsächlich feststellen, dass dieses Modell, dieses Uppsala-Modell mit der experimentellen Lernperspektive größte Relevanz besitzt. Wir können also sagen, das stimmt durchaus für einen wichtigen Teil der Internationalisierung von Dienstleistungen. Aber wir müssen eigentlich identifizieren, es sind eher die konsumentenorientierten und es sind die weniger wissensorientierten Dienstleistungen, die diesem Modell folgen. Es sind häufig auch Unternehmen, die vorher relativ wenig Erfahrung mit internationalen Beziehungen gesammelt haben. Und es sind Unternehmen, bei denen interne Economies of Scale extrem wichtig sind. Das ist gerade bei Einzelhandel, aber auch bei Systemgastronomie ja wichtig. Interne Economies of Scale können in einem Unternehmen nur realisiert werden, wenn eine kritische Mindestmasse an Niederlassungen im Ausland überhaupt errichtet wird. Da geht es nicht, dass man nur einen einzelnen Aldi-Markt irgendwo in einem fernen Land etabliert, weil Aldi ja über die permanenten Lebensmittelzulieferungsnotwendigkeit eben interne Distributionssysteme aufbauen muss, die eine Mindestgröße haben, sonst funktionieren sie nicht zu kostendeckenden Dimensionen. Und wir können schließlich feststellen, dass bei diesen Typen auch immer wieder angestrebt wird, eine flächenhafte Markterschließung zu realisieren, wobei die manchmal schrittweise dem Hierarchiesystem der Städte folgt. Man geht erst in die größeren Städte und expandiert dann in die nachrangigen Städte im Hierarchiesystem. Was aber für uns eben gerade aus der Studie mit den Ingenieurdienstleistern und mit den Rechtsanwaltskanzleien, den Wirtschaftskanzleien klar geworden ist, dass es neben diesem Modell der internationalen Expansion noch ein weiteres Modell gibt. Und wir haben das einfach globale Netze-Modell genannt. Und das korrespondiert auch ein bisschen mit der Diskussion über Global Cities. Denn Global Cities werden ja auch identifiziert als eine der Dimensionen der Global Cities, dass dort auch hochrangige, wissensintensive Unternehmensdienstleistungen angesiedelt sind. Und hier können wir bei diesen wissensintensiven Unternehmensdienstleistungen feststellen, dass da ganz andere weltweite Systeme entstehen, die nicht geprägt sind durch räumliche und kulturelle Nähe, sondern die sind geprägt dadurch, dass irgendwelche Standorte irgendwelche spezifischen Bedingungen aufweisen, irgendwelche speziellen Institutionen aufweisen. Also beispielsweise haben wir Firmen im Rechtsanwaltskanzleibereich identifiziert, die aus ganz Europa kommen, aber nur eine einzige Auslandsniederlassung in Brüssel haben, weil sie die Kontakte zur Politik halten. Und genauso können eben für Finanzdienstleister es völlig uninteressant sein, sich in Timbuktu oder in Johannesburg anzusiedeln, aber es ist wichtig, ein globales Netz zu entwickeln, wo die Standorte Singapur, Tokio und New York drin sind. Das heißt, wir haben ja wirklich eine Herausprägung von globalen Standortsystemen, häufig nur in den hochentwickelten Ländern und häufig nur in den Zentren der hochentwickelten Länder. Und aufgrund unserer Analysen haben wir jetzt angeguckt, welche sind denn das, die sowas machen und was gibt es da für unterschiedliche Typen, und das ist das Ergebnis einer Cluster-Analyse über diese 180 Unternehmen, die wir uns angeguckt haben. Und da gibt es einmal tatsächlich welche Global Spanning Office Networks, das sind welche, die zahlreiche Standorte in vielen Ländern haben und die so multifunktionale Allrounder sind. Und da zählen vor allen Dingen große Ingenieurdienstleistungsunternehmen dazu, für die es letztlich egal ist, ob sie einen Staudamm in Indien bauen oder ob sie einen neuen Flughafen in China errichten. Da ist es einfach wichtig, die Kompetenz zu haben, und an welchem Standort das erfolgt, ist relativ unwichtig. Dann haben wir gerade bei den Ingenieurdienstleistern häufig auch die Situation, dass die schrittweise
die nationalen Märkte durchdringen, wenn sie in der Hauptstadt erstmal Erfahrungen gesammelt haben, um an vielen Standorten ihr Angebot vorzuhalten. Etwas anderes ist es bei den Rechtsanwaltskanzleien. Da haben wir erstens die Situation, dass die manchmal gar nicht in die wichtigste Stadt gehen, sondern in eine zweitrangige Stadt. Aber diese zweitrangigen Zentren haben dann irgendwelche besonderen Bedingungen, dass da ein Gerichtshof ist, dass da irgendeine Institution ist, die für die Rechtsanwaltskanzleien wichtig ist. Und oft haben wir bei den Rechtsanwaltskanzleien auch die Situation, dass es Monoregional Firms gibt, die also von ihrem Heimatstandort nur einen einzigen Auslandsstandort versorgen. Das wäre nur so die Illustration, da braucht man nicht weiter darauf einzugehen. Sie sehen, dass es eben da ganz unterschiedliche Ausprägungen gibt und dass die Ingenieurdienstleister inzwischen sehr viel stärker internationalisiert sind als die Rechtsanwaltskanzleien. Und das wären sozusagen die räumlichen Verteilungen. Und Sie können an diesen räumlichen Verteilungen eben sehr gut erkennen, dass diese raumzeitliche Expansion, wie wir sie vorhin gesehen haben, bei den Einzelhandelsunternehmen hier keine Rolle spielt, sondern dass tatsächlich globale Netze entstehen. Das brauchen wir jetzt nicht zu diskutieren. Also wenn wir das zusammenfassen, hinsichtlich der Raummuster bei der Internationalisierung, dann können wir ganz klar feststellen, es gibt Unterschiede zwischen den einzelnen Branchen. Die ausgeprägte Differenzierung besteht eben zwischen den wissensintensiven Dienstleistern, wo ja das Wissen die Ware ist, die sie haben. Wissen ist mobil, Wissen ist an Personen gebunden. Bei Wissen kann ich praktisch mir jeden Standort erschließen. Und die andere Seite ist eben diejenige Seite der Unternehmen, die interne Distributionssysteme haben, wie im Einzelhandel, wie bei Systemgastronomie. Da ergeben sich andere Raummuster. Dann sind in der Regel wissensintensive Dienstleister immer geprägt dadurch, dass sie schon sehr viel mehr internationale Erfahrungen und Erkenntnisse über persönliche Kontakte haben und deshalb über diese globalen Vernetzungen sich auch sehr viel einfacher weit entfernte Standorte erschließen können. Und schließlich können diese Unternehmen auch sich im Ausland einen Standort errichten und aufgrund ihrer großen Marktverflechtungen praktisch den gesamten nationalen Markt sich über diesen einen Standort erschließen. Kommen wir jetzt zu der dritten Frage, zu dem dritten Themenfeld. Was sind denn die Erfolgsstrategien im Ausland? Und da ist immer klassisch diskutiert, Dienstleister sind dann im Ausland erfolgreich, wenn dort eine Marktlücke erfolgt. Es ist viel schwieriger, wenn Sie vorhandene Dienstleister verdrängen müssen. Ein gutes Beispiel, wie eben durchaus Misserfolg auch auftreten kann, wenn man versucht, in einen Markt einzudringen, der praktisch schon gesättigt ist, ist Walmart. Sie haben vielleicht mitgekriegt, dass Walmart Mitte der 2000er Jahre versucht hat, in Deutschland Fuß zu fassen, mit dem sehr bewährten Konzept aus Nordamerika, das sie ja jetzt auch in die anderen Länder der Welt transferieren. Und nach wenigen Jahren sind alle Walmart-Niederlassungen in Deutschland geschlossen worden. Das hängt einfach damit zusammen, die haben ihr eigenes Konzept in der Qualität überschätzt und waren sich nicht dessen bewusst, dass sie mit diesem Konzept nur Erfolg haben können, wenn sie andere verdrängen. Und das sind in Deutschland eben schon sehr etablierte Verbrauchermarkt- und Supermarktketten vorhanden gewesen, die eine viel stärkere Marktposition hatten als der neu sich dort expandierende Walmart. Was jetzt im Moment spannend ist, ist eben vor allen Dingen, dass Erfolg mit Marktlücken zusammenhängt. Und das hat man in vielen Beispielen in der jüngeren Vergangenheit erkannt. Zum Beispiel ist es ja Aldi gelungen, in Großbritannien und auch in Nordamerika Fuß zu fassen, weil sie ein Konzept mit diesen Discountern hatten, was an diesen Standorten praktisch noch nicht vorhanden gewesen ist. Nordamerika hat zwar die Hypermärkte, hat zwar Supermärkte, aber dieses Discount-Konzept mit einer begrenzten Zahl von Artikeln zu niedrigen Preisen, das ist in Nordamerika noch nicht vorhanden gewesen und auch in Großbritannien noch nicht vorhanden gewesen. Da gab es ja Tesco, aber die hatten teilweise Umsatzrenditen von 7-8%, während im normalen Einzelhandel bei uns Umsatzrenditen von weniger als 1% vorhanden sind. Und deshalb war es möglich, diese Marktlücke für Aldi zu erschließen. Das ist aber, wie gesagt, die Diskussion, die vor allen Dingen wieder zu,
zusammenhängt mit diesen eher auf materielle Dinge orientierten Dienstleistern. Ganz anders sieht es bei diesen wissensintensiven Dienstleistern aus. Und da können wir zwei Strategien eigentlich beobachten. Nämlich erstens mal, dass sich die wissensintensiven Dienstleister in ihrem Sortiment sehr viel mehr an die vorhandenen Kontexte anpassen. Das kann man Rekontextualisierung nennen. Das Wissen, was ein wissensintensiver Unternehmensberater besitzt, kann erst wirklich in Wert gesetzt werden, wenn er sich im Ausland den veränderten Bedingungen anpasst. Und die Rahmenbedingungen sind vom institutionellen Kontext, vom soziokulturellen Kontext eben viel anders. Und das Zweite, was wir als ganz Junges beobachten können, dass Dienstleister dann, wenn sie in Märkte eindringen, durchaus auch die Chance haben, die Kontextbedingungen zu verändern. Also es ist nicht nur die Anpassung, sondern derjenige, der in ein Land reinkommt, verändert auch den Kontext. Und das haben wir beispielsweise sehr gut beobachten können bei den Rechtsanwaltskanzleien in den 1990er Jahren und 2000er Jahren, als die nach Ostmitteleuropa expandierten. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die dort entwickelt wurden, sind sehr stark orientiert auf die Länder, aus denen diese Rechtsanwaltskanzleien kamen. So sind in einer ganzen Reihe von ostmitteleuropäischen Ländern Gesetzessysteme entwickelt worden, die dem deutschen Gesetz relativ stark entsprechen. Und das ist eben genau dieser Punkt Veränderung der Kontexte. Und in diesem Spannungsfeld zwischen Anpassung an die Kontexten und Veränderung der Kontexte muss ein Dienstleister agieren. Und diese Anpassung an die Kontexte oder die Veränderung der Kontexte ist sehr stark abhängig davon, welche Art von Wissen an sich internationalisierender Dienstleister transferiert. Materiell objekthaftes Wissen, das haben wir beispielsweise bei den Ingenieurdienstleistern. Da ist es dann relevant, was für Schraubengrößen existieren oder welche Normen für die Steifheit, für die Tragfähigkeit von Beton existieren. Die Kontextanpassung ist in diesem Fall eine eher technisch-materielle, die vergleichsweise einfacher realisiert werden kann, weil bauliche Bedingungen in den Ländern der Erde meistens relativ ähnlich sind. Schwierig ist die Rekontextualisierung vor allen Dingen dann, wenn wir auf institutionelle Rahmenbedingungen treffen. Das betrifft beispielsweise die Rechtsanwaltskanzlei. Die Rechtssysteme der Länder sind sehr, sehr unterschiedlich und es ist nicht nur diese Extremposition zwischen dem britisch-nordamerikanischen Rechtssystem und dem kontinentaleuropäischen Rechtssystem, das einmal auf Präzedenzfällen und einmal auf rechtlichen Regelungen basiert, sondern die Zugänglichkeit der Märkte ist über die institutionellen Bedingungen. Wer darf überhaupt bei mir im Land irgendwie irgendeine Dienstleistung anbieten, sehr unterschiedlich. Und dann gibt es noch diese soziokulturellen Wissensdimensionen. Das ist zum Beispiel wichtig für Werbung, Marketing oder Medien, die in den einzelnen Ländern ganz unterschiedliche Aufnahmefähigkeiten besitzen, je nachdem, welche Marketingstrategien verfolgt werden. Also das ist insofern ganz relevant für die Erfolgsstrategien. Und wir wollen jetzt noch ein paar Dimensionen, wie ein Unternehmen mit diesen Strategien umdrehen kann, anschauen. Wir bezeichnen das auf Layers of Adaptation. Da ist einmal eine Möglichkeit, mit den Kontexten unterschiedlich umzugehen, indem ich die Dauerhaftigkeit der Büros einrichte. Für einen Ingenieurdienstleister ist es kein Problem, nur einen temporären Firmensitz im Ausland zu errichten, solange dieses Projekt, an dem er arbeitet, dort realisiert wird. Dann ist wichtig, das haben wir eben schon angesprochen, wie die Besitzverhältnisse sich organisieren. Ich kann Risiko vermeiden, indem ich Joint Ventures oder Franchising realisiere. Ganz, ganz wichtig ist die Personalrekrutierungsstrategie, dass nicht nur die Expatriates da tätig sind, sondern dass man vor allem lokales Personal einbindet und über dieses lokale Personal das Wissen in das Unternehmen hineintransferiert, dass eben diese Möglichkeiten der Anpassung an den Kontext eröffnet. Und schließlich, auch das haben wir angesprochen, bei IKEA haben wir gesagt, das ist eher so eine One-Firm-Strategie. Also überall wird das Gleiche angeboten. Demgegenüber gibt es aber auch die Strategie des One-Off, dass man kundenspezifische Einzelfalllösungen anbietet. Und je nachdem,
Wie die Dienstleistung organisiert ist, sind beide Strategien zu verfolgen. Die Besitzverhältnisse, und das ist hier nochmal dokumentiert, hängen sehr stark ab von der Art der Dienstleistung. Wenn wir eine hohe Intensität des Kontaktes zwischen Nachfrager und Anbieter benötigen und gleichzeitig eine ganz niedrige Materialität der Dienstleistung existiert, dann kann man da eigentlich nur durch Direktinvestitionen tätig werden. Also das ist vor allen Dingen bei diesen wissensintensiven Dienstleistungen im Bereich Beratung, Management, Werbung zu beobachten. Wenn man dagegen einen relativ hohen Grad der Materialität der Dienstleistung hat, also ich kann das irgendwie auf digitale Medien pressen, wie beispielsweise Musik und Filme, und gleichzeitig nicht unbedingt ein intensiver Interaktionsprozess zwischen Kunden und Nachfrager, zwischen Kunden und Anbieter erfolgen muss, dann kann ich das über digitale Dienstdatenträger machen. Und hier gehören meistens auch Speditionen und Transportgewerbe dazu. Also wir haben so ein Spannungsfeld, in dem verschiedene Möglichkeiten der Relativierung der Besitzverhältnisse realisiert werden. Die zweite Dimension ist diese Personalrekrutierung. Und wir waren gerade im Sommer in Japan mit einer Exkursion und haben da die Bank Paribas und Chase Manhattan besuchen können und haben da Hybrid-Management-Systeme kennengelernt. Sie kennen die beiden Banken, die sind ja international ganz weit verbreitet. Der japanische Markt ist aber für ausländische Geschäftsbanken extrem schwierig, weil ganz spezifische Bedingungen herrschen, extreme Verflechtungen, Kaibatsus zwischen Industrie, Politik und Dienstleistungen existiert. Und in einem solchen Markt kann man sich eigentlich nur positionieren, wenn mit dem ausländischen Wissen, der internationalen Erfahrung, auch einheimisches Wissen eingebracht wird. Und dann haben wir diese beiden Herren kennengelernt. Das ist Charles Vacher, ein Manager, der über Jahre an verschiedenen Standorten der Welt tätig war und der für Chase Manhattan in Hongkong, in Sao Paulo, in New York gewesen ist. Und dann Takahashi, ein Japaner, der selbst über Jahre in japanischen Finanzunternehmen tätig war. Und die haben jetzt gemeinsam das Auditing von Bank Paribas in Japan übernommen. Und ohne diese Zusammenführung dieses Hybrid-Managements aus internationaler Erfahrung und lokaler Erfahrung hätte sich Bank Paribas in Japan nicht positionieren können. Hier nochmal ein schönes Beispiel für die Nicht-Anpassung. One-Firm-Modell, das sind Aufnahmen, die ich gemacht habe weltweit, Jokkmokk, überall der gleiche Tisch. Und Sie finden auch beim Speiseplan in Japan genau das gleiche, was Sie in Deutschland kennen. Sie finden überall Firmen in Japan, in Malaysia, in Thailand. Sie kennen das, diese Schwingsessel, die ganz typisch für das IKEA-Sortiment sind. Also eigentlich One-Firm, aber Moment mal, selbst bei IKEA versucht man sich in kleinen Dimensionen durch Rekontextualisierung den Marktbedingungen anzupassen. Und da habe ich nur zwei Beispiele mitgebracht, die das erläutern. Ups. Das ist das Bild aus Taiwan. Taiwan hat völlig andere Raumstrukturen, als wir sie hier in Europa kennen. Ganz wenige Leute haben Individualverkehrsmittel. In Taipei und in den anderen großen Städten werden nur öffentliche Verkehrsmittel benutzt. Das Geschäft von IKEA befand sich im Erdgeschoss in den zwei Untergeschossen eines Hochhauses. Keine Liefermöglichkeiten, keine Transportmöglichkeiten. Und entsprechend hat man bei IKEA im Unterschied ganz anders als in Europa, wo ja ein Werbeelement ist, dass man die Möbel sofort selbst mitnehmen kann und aufbauen kann, hier Liefersysteme etabliert. Und hier steht eben drauf, was die Lieferungen in verschiedenen Regionen des Landes kosten und wie teuer sie sind. Oder eine andere Kontextanpassung, das ist jetzt aus USA, dass in dem IKEA-Markt in USA Werbung betrieben wird, warum es denn so super spannend ist, Möbel selbst zu montieren. Weil eben das Möbel selbst montieren nicht zu den US-amerikanischen üblichen individuellen Verhaltensweisen gehört. Also Sie sehen, selbst in kleinen Erfolgen hier Kontextanpassungen, auch bei IKEA was anderes mit Kontextanpassungen. Anpassungen, dass man auch versucht, soweit es irgendwie möglich ist, lokale Liefersysteme zu etablieren. Und das zeigt Ihnen nur
ein Beispiel, wie eben doch durchaus sich schrittweise der Umsatz in den Regionen auch versuchsweise dem Einkauf von Regionen annähert. Ein weiteres Modell, das ich eben schon angesprochen habe, ist wirklich diese Rekontextualisierung des Veränderung des Angebots. Und da wieder, gehen wir wieder zurück auf das Beispiel Bank Paribas, das Geschäftsmodell in Japan. Über das Hybridmanagement hatten wir schon gesprochen, Einbindung lokaler Experten. Aber darüber hinaus haben die auch ihr Sortiment wesentlich verändert. Nämlich erstens mal, weltweit machen die eigentlich Retail Banking. Das heißt, sie betreuen Endverbraucher. Jeder kann da sein Girokonto bei Bank Paribas eröffnen. In Japan betreuen sie ausschließlich Geschäftskunden und dann auch noch ausschließlich Geschäftskunden, die gar nicht in Japan aktiv werden wollen, sondern die die Idee haben, nach Brasilien, Argentinien oder Nordamerika zu expandieren. Das heißt, es ist ein ganz anderes Geschäftsmodell, als wir es weltweit finden. Trotzdem konnte so Bank Paribas sich auf dem japanischen Markt etablieren und das Ganze bezeichnen wir eben jetzt als One-Off-Modell, das in dieser Internationalisierung von Dienstleistungen ganz spezifische Problemlösungen in den einzelnen Ländern entwickelt werden. Wir können das also hier kurz zusammenführen. Internationalisierung von Dienstleistern, und wir sind ja in dem Kontext, wann sind die erfolgreich? Sind immer dann erfolgreich, wenn man durch die Internationalisierung wirklich auch lernt. Und wir haben nicht nur ein lineares Modell, wo zu sagen, schrittweise immer weiter expandiert wird, sondern dieses lineare Modell der Expansion ist darüber hinaus immer verbunden, dass Erfolg nur dann erreicht wird, wenn ich meine Dienstleistungen im Ausland anpasse, Rekontextualisierung, wenn ich vielleicht ein völlig neues, innovatives System einer Dienstleistung entwickle, was noch nicht bekannt ist, und wenn ich auch vielleicht den Kontext innerhalb des Zielleibens verändere. Und Rückzug und Aufgabe von Geschäftsfeldern, wir denken ja immer nur als in Expansion, ist etwas, was durchaus auch auftritt, und das ist nicht immer nur als Scheitern zu betrachten. Denn durch den Rückzug aus Ländern und durch die Aufgabe von Geschäftsfeldern kann ich mich unter Umständen in meinen inneren Strukturen räumlich, funktional spezialisieren und steigere dadurch auch die Wettbewerbsfähigkeit. Und etwas, was im Dienstleistungsbereich durchaus auch gemacht wird, ist Lernen von Bad Practices. Und sowas kennen wir durchaus auch. Also es wird zumindest immer behauptet, dass die Olympiade in London deshalb auch besonders erfolgreich gewesen ist, weil man andere Standorte, wo es besonders schlecht gelaufen ist, wie beispielsweise Athen, beobachtet hat und aus diesen schlechten Erfahrungen auch gelernt hat. Letztes Wort. Ich bin der Meinung, Internationalisierung von Dienstleistungen ist von hoher Aktualität und ist natürlich durch eine außerordentlich große Dynamik gekennzeichnet. Es bestehen hier noch eine ganze Menge offene Fragen zu Raummustern, zu Umgang mit Kontexten. Aber wir wissen, dass der Umgang mit Kontexten und das Lernen aus diesen Kontextbedingungen die Schlüsselgrößen für den Erfolg sind. Und damit, Schluss, letztes Wort, haben eben Dienstleister eine viel größere Bedeutung für Innovationen im Ziel- und Quellgebiet, als wir uns eigentlich bisher bewusst sind. Ja, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.